Nach der Dekarboxylierung von CBDA in CBD aus einfachen Nutzhanfblüten, aus Hanftee, entstand jetzt dieses Olivenöl mit CBD und jetzt diese Reste. Und es ist natürlich die Frage, über 20% vom Olivenöl sitzt hier noch drin, dementsprechend auch über 20% der Wirkstoffe, die man jetzt ja auch nicht einfach so verschwenden möchte. Und da stellt sich die Frage, inwieweit kann ich denn jetzt mit diesen Resten backen? Jetzt ist es jetzt auch so, dass ich jetzt nicht so große Mengen CBD einnehmen möchte. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass wenn ich es roh esse, dann kann es abführend wirken, wie es jetzt bei den Brownies oder bei den Muffins ist, ist die Frage. Und ich habe jetzt mehrere Gedanken, die ich ganz kurz schildern möchte. Und zwar, ich will also nicht die ganze Menge auf einmal konsumieren. Die Backwaren werden jedoch innerhalb von Tagen älter. Die Muffins wahrscheinlich schneller als die Brownies. Und das würde für die Brownies sprechen. Der Teig ist einfach schwerer, saftiger. Der wird ein paar Tage länger frisch bleiben. Weil, ich meine, es geht ja nicht nur alleine um eine Wirkstoffaufnahme. Es geht ja auch um Genuss. Ne? Und der nächste Gedankengang, den ich dann schildere, ist, diese Muffins, das ist insgesamt ein leichterer Teig, der dann auch noch aufgeht. Und wenn ich da jetzt noch etwas dazu gebe, was gar nicht ins Rezept gehört, vielleicht werden die dann nichts. Bei den Brownies, das ist ein schwererer Teig, da wird es wahrscheinlich weniger Unterschied machen. Und das bedeutet, ich will also sowieso erstmal nur eine kleine Menge verbacken. Das heißt, ich werde in mehreren Schritten backen. Das heißt, dass ich zumindest diese Muffins, die in diesen Papierförmchen gebacken werden, dass ich wenigstens die in der Heißluftfritteuse machen kann, die technisch gesehen sehr ähnlich wie ein Umluftbackofen funktioniert. Und das würde bedeuten, ich müsste dann diese Backmischung erstmal halbieren, weil mit Ach und Krach 6 von diesen Förmchen da reinpassen. Ansonsten müsste ich den Backofen nehmen. Aber das ist hier so schön mit Timer, da kann ich dann einfach einstellen, dann kann ich so gut wie nichts mehr falsch machen. Und das würde jetzt bedeuten, dass wir erst einmal die Muffins machen, und zwar die halbe Backmischung und dann später die Brownies mit einer Drittel Backmischung, weil ich verwende dazu auch frische Eier und die kann ich jetzt so schlecht halbieren. Also ich kann eigentlich nur mit ganzen Eiern arbeiten und dann kann man das hier halbieren und das hier dritteln. Und das würde dann auch von der Menge passen, dass das jeweils in die Heißluftfritteuse passt. Und ich sag's dazu, das hier ist ein Katzenhaushalt. Hier wird wenig weggeworfen und es ist vielleicht die einzige Hanftube-Backshow ever, die hier jetzt aufgezeichnet wird. Das heißt, die Rührschüssel und das Rührwerkzeug sind vielleicht nicht ganz so professionell. Schau noch mal ganz kurz drauf. Backmischung in eine Rührschüssel geben, Öl, Milch und Wasser und Eier hinzufügen. Alles mit einem Mixer oder eben dem Schneebesen zu einem glatten Teig verrühren. Ein Esslöffel Schokostückchen beiseite legen. So, das heißt, ich
dann hier erst einmal mit der Schere die Tüte öffnen. Und diese hier auch direkt. Und dann gebe ich nach Augenmaß circa die Hälfte davon hier rein. Ja, vielleicht noch ein ganz bisschen. Dann kommt da nach Augenmaß noch etwas Schokolade mit rein. Dann ein Ei. Und 125 ml Speiseöl. Jetzt könnte ich natürlich direkt dieses wertvolle Olivenöl mit CBD reingeben oder auch ohne CBD. Ich habe ja genug davon. Aber es ist ja dann so, dass ich noch nicht exakt weiß, ob es was wird. Und es geht ja auch dann bei dieser Dekarboxylierung und CBD-Extraktion, wo jetzt die Reste verbacken werden, um die Ersparnis. Also habe ich noch etwas Sonnenblumenöl. Und jetzt muss ich eben den Messbecher suchen. Bei mir liegt immer alles dort, wo ich es hingelegt habe. So, das ist jetzt ein behelfsmäßiger kleiner Messbecher. Von 125 Milliliter, die Hälfte sind gut 60 Milliliter, also zwei von diesen kleinen Becherchen voll, kommen dann Pflanzenöl rein. Also ist jetzt nicht ein Messbecher für Flüssigdünger, der schon benutzt ist oder so. Und jetzt noch knapp 40 Milliliter Milch. Oder Wasser. Aber nehmen wir ruhig Milch. So, dann was hatte ich gesagt? 75 Milliliter, das sind jetzt etwas. Ja, das könnte schon reichen. Jetzt hochprofessionell, wird das jetzt umgerührt, bis das eine ja, gleichmäßige Masse und Paste gibt. Und natürlich ist das hier jetzt kein optimaler Rührbecher. Ja, da hätte ich vielleicht, ja, das Ding fällt schon auseinander. Also es ist ein etwas zäher Teig jetzt und so, jetzt habe ich diese Teigmasse, die ist eigentlich auch schon sehr gleichmäßig, da wüsste ich jetzt nicht, warum es nicht klappen soll. Teig sofort mit Hilfe von zwei Esslöffeln gleichmäßig in die Förmchen verteilen, die restlichen Schokoladenstückchen aufstreuen, das Backblech mit den Förmchen in den Backofen schieben. Einschub Mitte, Backzeit etwa 20 Minuten. Hier nochmal für den Fall, dass man es überhaupt sieht. Das ist jetzt der Teig, also es wird wohl irgendwie klappen. Zwei Esslöffel davon jetzt reinzugeben, von dem zähen Zeug,
Das ist jetzt die Frage, ob das klappt. So, das sind jetzt 6 Förmchen. So, und zwar werden die ersten Zuschauer wahrscheinlich sagen, ich mache jetzt einen Fehler. Mache ich aber nicht, weil ich brauche ja eine Kontrollgruppe. Ich will ja wissen, wie die Muffins jetzt mit der eigentlichen Rezeptur werden. Deswegen machen wir einen, ohne jetzt da diese Reste von der Dekarboxylierung und Extraktion in Olivenöl mit reinzugeben. Wie viel von diesen Resten kann ich da reingeben, ohne den Teig zu ruinieren? Und auch das sind Sachen, das muss man dann vielleicht 2, 3, 4 Mal machen und dann weiß man es. Ne? Also, ich würde sagen, ich gebe mal 2 Esslöffel rein, weil ich will das Zeug ja auch weg haben. Weil irgendwann ist halt auch alt und gammelig und muss sonst entsorgt werden. So, jetzt haben wir hier wieder diese zähflüssige Masse, also das ist ein bisschen widerspenstig, das Zeug. Ey, ja toll, schon versaut. So. Und jetzt kann ich einfach noch einen dritten Löffel reingeben. Und wenn die drei dann gut werden, dann weiß ich, dass in so eine Backmischung gute 4 Löffel reinkommen. Ohne dass das schlimm ist. Und wenn die drei dann nicht gut sind, dann weiß ich, oh, bei 2 ist genug. Ne? Weil das ist jetzt eine halbe, dieser hier zählt jetzt so viel wie 2. Beziehungsweise für die ganze Backmischung würden dann entweder 4 oder 8 Löffel reinkommen. Je nachdem, wie dieser Versuch jetzt ausgeht. Weil das mischt sich dann doch ganz gut unter in diesem Teig. Ja, wenn ich es jetzt nicht filmen und dokumentieren würde, dann wäre es nicht mal die halbe Arbeit. Ne? Und für den Fall, dass die Muffins oder Brownies dann schmecken und auch dementsprechend einem helfen, dann kann man sich ja mal irgendwie an einer freien Stunde am Nachmittag die Mühe machen, weil viel mehr Arbeit wäre es eigentlich gar nicht. So, ich mache halt jetzt noch Verteilung ein bisschen ausgleichen. So. Das kommt schon mal wieder in den Kühlschrank. Steht da leider schon ein paar Tage, weil ich als selbstständig arbeitender Mensch ja irgendwie mal neben meinen Hobbys und anderen Aktivitäten vom Computer sitzen und arbeiten muss. Bin ich eigentlich schon spät dran und jetzt kommt dann hier. Die Heißluftfritteuse, dann muss ich gleich nur noch eben wissen, auf welche Temperatur ich das mache und dann kann das schon losgehen. Jetzt ist es so, dass einige Angaben für den Umluftbackofen in der Heißluftfritteuse ein paar Minuten kürzer sind. Das heißt, ich werde jetzt zur Sicherheit mal besser nur 16 anstelle von 20 Minuten nehmen. Und für den Fall, dass das dann nicht reicht, dann schmeiße ich das Ding halt nochmal 5 Minuten an. Bei etwa 180 Grad, ne, soll der Ofen
mit Ober- und Unterhitze vorgeheizt werden. So. Einschub bitte Backzeit. Ja, dann würde ich sagen, das heißt, ich soll das Ding auf 180 Grad einstellen. Also, für den Fall, dass man es jetzt noch irgendwie in der Kamera sieht, ich weiß es ja nicht, jetzt rutschen die. Also, diese sechs passen da rein. Es gibt die Dinger natürlich auch in größerer Größe und anderer Ausführung. So. Zack. 16 Minuten auf 180 Grad. 180 Grad, das ist dann eigentlich schon so viel, dass theoretisch gesehen THC verdampfen würde und CBD wäre dann so an der Grenze, wo es dann vielleicht anfängt zu verdampfen. Aber das ist ja in dem Teig und dann dampft das hoffentlich nicht so raus. Aber hier, so, bevor ich noch mehr erzähle, geht es jetzt einfach los. Aus Erfahrung weiß ich einfach, dass diese Typ von Heißluftfritteuse betont auf Oberhitze ist, weil die kommt da von oben über Heizstäbe reingeblasen und geht dann nach hier hinten wieder raus. Und deswegen bin ich am Überlegen, ob ich den Muffins direkt, obwohl sie jetzt optisch ja schon sehr gut aussehen, nicht doch noch 2-3 Minuten Backzeit von unten gebe. Also dass ich die jetzt, wo sie genügend stabil sind, einfach um 180 Grad wende und dann nochmal kurz ja, wärme. Ich habe hier noch diese Backpapier. Das ist dann vielleicht schöner, es macht eigentlich keinen Unterschied. Ich habe den Fangkorb ja vorher noch sauber gemacht, bevor ich hier angefangen habe. Das ist dann halt, wenn da fettige Sachen drin sind, dann wischt man da einmal mit so einem Haushaltspapiertuch eben durch und dann ist halt eigentlich wieder rein genug. Und das, was dann halt durch diesen Korb durchsickert, das wird dann hier aufgefangen, den wischt man auf einmal durch. So. Gebe ich nochmal 3 Minuten. Ebenfalls wieder bei 180 Grad. Bei diesen Resten ist es ganz gut, wenn die Hitze etwas intensiver, etwas länger wirkt, habe ich so den Eindruck. Und es ist natürlich unschön, wenn es oben passend durch ist und unten vielleicht doch etwas noch zu saftig ist. Und dann ist es dann halt nicht ganz dasselbe wie mit einem Umluftbackofen oder einem Backofen mit Unter- und Oberhitze. Aber es funktioniert. So, jetzt, voilà, so sieht man es natürlich nicht, ja jetzt die Schokostreusel, sind ein bisschen zu spät drauf gekommen. So, jetzt damit man es auch sieht, also so würde der Muffin halt nach Originalrezept aussehen und die hinteren, die sind dann mit etwas oder etwas mehr von diesen Teeresten und ich bin überrascht, weil die sehen ja sehr gut aus, sind sehr gut aufgegangen. Ich kann ja auch schon mal einen
probieren. Ich vermute mal, dass das hier die sind, die die kleinere Dosis haben. Ich nehme aber heute schon mal einen von denen hier. Ja, nee. Um das jetzt einfach mal zu zeigen. So, also diese 3 Minuten, die sie dann noch von unten die Hitze gekriegt haben, die haben auf jeden Fall nicht geschadet. Die sind auf jeden Fall saftig. Die sind jetzt noch ein bisschen warm. Ich breche mal einfach in der Mitte durch. Ja, für den optischen Effekt nehmen wir den hier dann auch noch direkt, damit man einfach den direkten Vergleich hat. Also man würde sie eigentlich erstmal ein bisschen abkühlen lassen. Ne? So, also. Ohne Schnittreste, mit Schnittresten. Und ich mache das schon mal in kleine Stücke, dann kühlt das ein bisschen schneller, dann kann ich schon mal gleich kosten und sagen, ob es denn jetzt schmeckt. Geschmacksvergleich machen. Schmeckt nicht schlecht. Ob ich es jetzt im Laden so kaufen würde, ist die andere Frage. Also vom Geschmack her. Schmeckt interessant. Jetzt die Kontrollgruppe. Ist jetzt auch nicht der Hit. Und also ich glaube, ich würde sogar das hier bevorzugen. Es sind inzwischen 14 Tage vergangen. Ich habe es die erste Woche habe ich es in den Kühlschrank gestellt. Dann habe ich mir gedacht, nein, das geht nicht. Ich habe es dann eingefroren. Es ist jetzt noch am Auftauen, aber das geht schon soweit. Und ja, es ist wieder dasselbe Spielchen. Ich bin hier etwas amateurmäßig in der Küche unterwegs. Und ich will ja so viel von diesen Resten da reinbacken, wie es geht. Und das heißt, wenn ich für diese Backmischung 3 Eier verwenden müsste, dann werde ich jetzt nur 1/3 davon nehmen. Ja, meine Katze ist hier wieder unterwegs. Ach, nur um es noch kurz zu ergänzen. Man sieht es ja schon, wenn ich es jetzt schaffe, da... Ja, die Katze muss mit ins Bild. Wenn ich es dann schaffe, mich da jetzt als empfindlicher Mensch mit diesem CBD überzudosieren, dann... beim Tee, es ist ja dann nicht wasserlöslich, dieses Cannabinoid, sondern es müsste wasserlöslich gemacht werden. Beziehungsweise man löst es dann an Fettsäuren, dem Olivenöl. Und ich habe echt den Eindruck, die Aufnahme ist sogar noch besser, wenn ich es dann zu Muffins und Brownies backe. Wenn ich dieses Olivenöl auf dem Löffel einnehme, es ist auch schon an Fettsäuren gebunden, aber ich habe wirklich den Eindruck, und auch wenn dann... in anderen Kulturen oder auch bevor es verboten wurde, in unseren Kulturen dann Edibles hergestellt wurden. Die haben ja jetzt auch nicht da irgendwie das Olivenöl eingenommen, sondern die haben das noch irgendwie verbacken oder verarbeitet. Und die haben da dann kulturell aufgebaute Rezepturen, womit dann natürlich auch die Aufnahmefähigkeit von diesen Cannabinoiden halt herauskristallisiert wird. Und ich habe wirklich den Eindruck, eigentlich müsste das gesamte Olivenöl, nachdem die Schnittreste durch sind, müsste ich das gesamte Olivenöl auch verbacken, weil es dann halt noch besser aufgenommen wird, als wenn ich es einfach auf dem Esslöffel einnehme.
Und beim Tee, wenn dieses Cannabinoid fettlöslich ist und ich trinke es allerdings als Tee, da kann ich dann auch noch Milch dazu geben, weil es braucht eine gewisse Zeit, bis die Cannabinoide in die Milch ziehen würden. Und ich kann ja jetzt auch nicht auf Vorrat große Mengen Kondensmilch ansetzen. Und das ist, das wird es nicht dementsprechend bringen. Also mit dem Tee trinken, das macht man für den Geschmack. Wenn man jetzt das CBD wirklich in die Blutbahn aufnehmen will, dann sollte man das CBD-Olivenöl herstellen, beziehungsweise dieses sogar noch zu Muffins und Brownies verbacken. Jetzt geht es aber wirklich los. Jetzt fangen wir an zu backen nach diesem langen Vortrag, den ich hier gemacht habe. Ja, ist ja schwierig, ein Drittel nach Augenmaß. Muss schon passen. Ja, es wird schon genau. So, dann gebe ich das hier wieder rein. Das hier ist die Backform. Ich muss da ja eben nachlesen, was da noch alles rein muss. Also ein Ei. Dann waren das jetzt ja 16 Milliliter Wasser. Ich muss es ja dritteln, oder noch zwei drauf. Ja, geht schon hin. Und dann ja nochmal 33 Milliliter Oliven, nein, Sonnenblumenöl. Ich meine, das kostbare Olivenöl, das wäre ja jetzt auch zu schade, weil das hat ja schon seinen Grund, warum man da einen Preis hat. Kann man dann auch aus dem Grunde genauso gut diese Sonnenblumenöl nehmen. So, stellen wir auch zur Seite. Nee. Ja, und dann können wir das auch schon umrühren. Ich nehme mal noch einen sauberen Löffel. Ne, die schreiben da zwar wieder was von Schneebesen, wenn man da keinen Mixer hat, so wie ich. Aber das letztes Mal, das war ja nicht so eine gute Idee. So, ja, diese Masse ist sozusagen irgendwie ein bisschen flüssiger, wahrscheinlich weil auch mehr Zucker drin ist oder so. Und jetzt, das wird dieser Backform. Die Backform passt jetzt bei mir nicht in die Heißluftfritteuse. Und am Backofen habe ich irgendwie keinen Timer. Die Küche hier ist vielleicht schon 20 Jahre alt, ich weiß es nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, improvisiere ich einfach. Vor allem, ich will ja dann auch wieder eine Testgruppe haben, wie bei den Muffins. Damit ich dann einfach sehe, wie wird es ohne und wie wird es mit dem, den Resten. Und da kommt es mir zugute, dass ich hier dann wieder diese Förmchen habe. Da kann ich genau wie beim letzten Mal dann wieder eine Kontrollgruppe machen. Und ja, ich habe die Befürchtung, dass halt hier gleich die Hälfte daneben geht. Das wird dann der Test-Brownie. Und dann machen wir hier wieder das Spielchen.
ist zum Glück soweit schon teilweise angetaucht. Ja, diese Schnittreste, es ist ja Olivenöl, das hält sich ja, ne? Das kann man dann auch eine Woche im Kühlschrank stehen lassen. Aber irgendwann wird es dann auch verderben, deswegen habe ich mir gedacht, dann frierst du das halt ein. Ist jetzt alles nicht so toll, weil ich jetzt auch nicht so die Zeit hatte, das eben zu backen. Das wird ja gar nicht so lange dauern, aber wenn ich das dann nur alles schön filme und so, ne? Dann ist das halt was anderes. Dann muss man sich da auch an einem entspannten Nachmittag die Zeit nehmen. So. Also hinterher, wenn ich jetzt diese Pappteile da nicht markiere, was ich jetzt nicht mache, dann kann ich es natürlich nicht mal herausfinden, weil die sehen sich dann so ähnlich. Aber wenn dann, sage ich mal, es nicht klappt, ne, dann sehe ich es ja. Ich sehe ja den Unterschied dann, wenn ich ihn sehen muss, und wenn ich ihn nicht sehen muss, dann weiß ich ja, ah, ich kann so viel davon reinmachen und es funktioniert trotzdem. Ne? Weil ich habe dann zwei verschiedene Stärken. So. Ja, jetzt klappt auch das Umfüllen besser, jetzt wo die Schnittreste drin sind. Ja, draußen ist gerade leider der Mann mit dem Laubbläser. Ja, wir haben wieder Herbst und sowas auch. Und ich mache jetzt aber trotzdem weiter. Ich hoffe, dass es nicht die Aufnahmen versaut. So, und jetzt sind da noch drei Brownies über. Wenn ich jetzt einen Löffel dazu gebe, dann wäre das auch die Gesamtmischung, wären das dann zwei. So. Ja. Und ich bin der Meinung, dass man jetzt pro Muffin oder pro Brownie einen ganzen Esslöffel reingeben könnte. Bei Ober-Unterhitze etwa 160 Grad Celsius, bei Heißluft etwa 140 Grad Celsius, bei einer Backzeit von etwa 40 Minuten. Und ich würde sagen, ich nehme 140 Minuten bei 35 Minuten. Oder vielleicht sogar, ja, ich denke 35 wird schon gehen. Dann werde ich die nochmal wieder umdrehen, wie ich es auch mit den Muffins gemacht habe, und dann noch 5 Minuten von oben Hitze drauf. Und dann will ich noch dazu sagen, das habe ich jetzt beim CBD Olivenöl extrahieren vergessen zu sagen, auf diese Art und Weise zieht man sich natürlich einen Vollauszug oder Vollextrakt. Das ist also kein Reinstoffextrakt. Es gibt da zum Beispiel CBD-Kristalle mit über 99% Wirkstoffgehalt, oder es gibt andere CBD-Extrakte, wo die dann wirklich den Vollauszug machen und dann extrahieren die noch das CBD daraus und machen daraus dann wiederum ihre Produkte. So, und dann hat man da wirklich einen Reinstoffextrakt. Und es ist allerdings so, dass viele Patienten erklären, oder was heißt Patienten oder Anwender, Konsumenten, Genussmenschen erklären, so diese Reinstoffextrakte, die würden bei ihnen nicht auf die gleiche Art und Weise den gewünschten Effekt erzielen. Es gibt Leute, die nehmen dann lieber diese Reinstoffextrakte, es gibt Leute, die wollen diese Reinstoffextrakte nicht haben, die wollen einen Vollauszug, einen Vollextrakt, so wie das hier jetzt verwendet wird. Es ist dann halt, ich habe ja auch schon die EU-zertifizierte Nutzhanfsorte genannt, das ist Finola mit laut Google 3,6% CBD. Da sind auch viele andere Cannabinoide drin und die sind in unterschiedlicher Stärke enthalten, je nachdem, was für eine Sorte man nimmt oder wie der Anbau erfolgt ist. Und wer jetzt keinen Reinstoffextrakt verwendet,
weil er halt mit Vollextrakten bessere Erfahrung gemacht hat. Da ist es dann vielleicht auch wieder ein Unterschied, ob ich jetzt ein Vollextrakt aus der einen Sorte oder der anderen oder von diesem oder von jenem Hersteller verwende. Das heißt, wer jetzt nicht auf diese Art und Weise sein Edibles oder sein CBD-Olivenöl herstellen möchte, weil ihm das nicht zusagt, weil er das halt vielleicht lieber verdampfen oder dammen möchte oder rauchen, dann lohnt es trotzdem, dann mal hier den Hersteller zu probieren und dann den anderen Hersteller auch zu probieren. Und dann, ich meine, bei Reinstoffextrakten ist es mehr oder weniger egal, allerdings bei Vollextrakten, Vollauszügen, da ist es durchaus möglich, dass es da signifikante Unterschiede gibt. Und man sieht es ja an mir, es gibt Leute, die reagieren empfindlich, die reagieren anders als normale Leute, und warum sollte jetzt das jetzt im Einzelfall nicht einen sehr großen Unterschied machen? So, jetzt sind die Brownies endlich fertig. Ja, so gefällt es mir besser, also so ist jetzt irgendwie die Konsistenz besser. Ich kann es ja wieder reinpacken. So, jetzt ist natürlich, die müssen noch ein bisschen abkühlen. Hier den Teller, dann sieht man es vielleicht. Dann haben wir hier den Testdummy. So, wo hier jetzt ein bisschen mehr oder weniger drin ist, kann man jetzt so exakt nicht sehen. Das hier sieht so aus, als ob es weniger ist, das hier mehr. Wir nehmen heute mal einen, der ein bisschen weniger hat, weil ich habe so ein bisschen einen Eindruck, jetzt diese Dämpfe, die da beim Backen entstehen, dass die mich ein bisschen beeinträchtigen. Es ist jetzt kein Marihuana-Geruch oder so, da muss man jetzt keine Angst haben, wie beim CBD-Öl extrahieren. Aber trotzdem irgendwie werde ich heute nur sehr vorsichtig was probieren, weil ich heute noch ein bisschen Programm habe. So. Wir müssen noch ein ganz bisschen abkühlen, bevor ich es immer probieren kann, aber das wollen wir dann ja wenigstens noch kurz. Ja, also hier ist der optische Unterschied jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht ganz so groß. Also es sieht auf jeden Fall gut und auch lecker aus. Ne? Wahrscheinlich müssen auch jetzt diese Brownies ein bisschen nachziehen, damit die dann ihr volles Geschmackserlebnis entfalten. Also der Unterschied wird jetzt hier mit der Kamera kaum zu sehen sein. Ich teste dieses Mal zuerst die Kontrollgruppe. Ja, man kann schon essen, aber ich habe jetzt wirklich den Eindruck, morgen wird er besser schmecken. Also man wird den auf jeden Fall ein paar Stunden ziehen lassen, wenn es einem um den Geschmack geht.